Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Bundesliga-Tipps für den dritten Spieltag. Ich hatte hier auf meinem Zweitkanal im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, Zurückrunde, ein paar Mal diese Tipp-Videos gemacht. Jetzt habe ich euch im Stream die Tage gefragt, ob ihr Bock drauf hättet, dass so ein Video hier auf meinem Hauptkanal kommt. Ihr habt gesagt, ja, haben wir Bock, gebt uns deine Tipps für die Bundesliga. Und dementsprechend machen wir das Ganze hier heute einmal auf ganz locker, flockig mit dem Kicker-Tabellenrechner. Ich hoffe, ihr habt auch alle Bock. Ihr könnt natürlich gerne parallel für jedes Spiel einzeln oder einfach auch als einen großen Kommentar eure Tipps in den Chat schreiben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, Leute. Und natürlich gibt es auch an diesem Wochenende wieder einen Stream hier auf meinem Kanal. Bayern gegen Holstein Kiel. Ich muss ja leider dann auch in diesem Video schon einen Tipp abgeben. Das mache ich ja äußerst ungern, aber für euch alle hier habt was. Einmal Kapitän Luis Holtby, auf der anderen Seite Harry Kane. Ich bin mal gespannt, wer den größeren Impact aufs Spiel haben wird. Natürlich Harry Edward Kane. Lasst gerne schon mal einen Like da unten da, wenn ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Benachrichtigung, um das Ding nicht zu verpassen. Samstag live ab 17:30 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff. Ihr wisst es wie immer. Und ich würde sagen, damit können wir reinstarten in die Tipps. Wir sehen hier einmal die gesamte Tabelle. Heidenheim auf der 1, Bayern auf der 2, Leipzig auf der 3. Die einzigen Teams, die es geschafft haben, bisher in allen drei Spielen zu punkten, jeweils zu gewinnen. Zwei Spiele jeweils zu gewinnen, so rum, jeweils drei Punkte zu holen, so wird daraus ein Schuh. Dortmund, Union einmal und Union jeweils einen Sieg, ein Unentschieden, und dann hier die verschiedenen Teams, die entweder einmal gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben oder halt einfach, so wie Holstein Kiel, der Gegner vom FC Bayern unter anderem, eben noch ohne Sieg sind. Gleiches gilt für den VfL Bochum und für St. Pauli. Dementsprechend haben wir einiges zu tippen hier in diesem Video, Freunde. Tippt gerne mit. Wir fangen mal an direkt mit dem ersten Spiel, und ich meine, wir sehen den Tabellenführer Heidenheim. Und Heidenheim, wenn wir uns den Kader angucken, die haben natürlich genau einen Starboy. Hier wird aktuell noch gar nicht der beste Spieler gelistet, aber ihr wisst alle, von wem wir sprechen. Natürlich von dem Mann im Mittelfeld mit der Rückennummer 10. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Paul Wanner. Bin ich blöd? Ja, doch, da ist er. Paul Wanner. Absoluter Baller, der Mann. Ein absoluter Baller. Letzte Saison eben an Elversberg ausgeliehen gewesen. Jetzt spielt er für die Heidenheimer, ist dahin eingeladen. Ne? Er ist der beste Torschütze, beste Scorer. Insgesamt 3 Scorer, 2 Tore schon geschossen in der Liga. Richtig, richtig stark. Trotzdem nicht der Topspieler. Okay, das ist natürlich spannend. Ich sag euch, wie es ist. Die Heidenheimer sind nicht ohne Grund gut in dieser Saison. Die sind nicht ohne Grund ein richtig, richtig gutes Team, und die können Borussia Dortmund halt ernsthaft Probleme machen. Und ich will nicht der böse Dortmund-Hater sein, aber Dortmund hatte schon Probleme gegen Werder Bremen. Und ich glaube, dass Dortmund hier zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim eine Niederlage einstecken wird. Paul Wanner definitiv wieder mit einem Scorer. Ich glaube, das ist ganz klar. Da wissen wir alle Bescheid. Das könnte mal das erste wirklich richtig, richtig knackige Spiel am Freitagabend werden. Leider kein Stream. Ich habe geguckt, ob ich es noch packe. Aber ich habe selber ein Spiel, und das geht sich mit der Zeit nicht aus. Das ist das letzte Spiel, was ich jetzt machen kann. Dementsprechend dazu kein Stream. In Zukunft könnt ihr euch darauf einstellen. Wird es hoffentlich auch mehr Streams zu solchen Spielern eben geben, die einen wirklich interessieren könnten. Wie das hier, alleine weil es halt einfach Tabellenführer Heidenheim ist, und mit Paul Wanner könnte das starten. Wenn es so kommt, dann da ist das erste Gegentor. Die haben nämlich auch noch kein Gegentor kassiert bisher, was auch sehr, sehr stark ist, und hätten damit 9 Punkte. Zweites Spiel, auch wieder ein gutes Spiel, natürlich ein gutes Spiel in Anführungszeichen bei den, wenn man auf die Tabelle blickt, weil die Saison noch so jung ist, dass da halt echt noch extrem, extrem wenig bisher passiert ist. Wir haben Leipzig, wir haben Union Berlin. Ich glaube, Leipzig wird Union Berlin mehr oder weniger frühstücken. Leipzig kommt aus diesem Superspiel gegen Bayer Leverkusen, beziehungsweise super natürlich vom Ergebnis, haben es geschafft, diese über eine Bundesliga-Saison gehende Siegesserie von Bayer 04 Leverkusen, also eine Saison und einen Spieltag in der Bundesliga, nicht verloren, haben die, die Leipziger gebrochen damit, haben das geholt. Dementsprechend glaube ich auch, dass sie richtig gut, mit richtig gutem Rückenwind jetzt starten werden, haben Spieler wie einen Xavi Simmons natürlich in der Offensive, der sehr, sehr stark gespielt hat für die Niederlande zweimal. Dann Nusa hat, meine ich, auch, ist auch zum Einsatz gekommen für die Norweger. Openda hat in der Startelf gestanden für Belgien. Also da sind einige Spieler, die sich auf jeden Fall jetzt auch gezeigt haben, die gut kommen. Benjamin Sesko auch sehr stark gespielt in der Länderspielpause für die Slowenen. Ich glaube auf jeden Fall, dass RB Leipzig Dampf machen wird, und ich glaube, dass Union Berlin damit das erste Mal die Saison so unter die Räder kommen wird. Dann machen wir weiter. Leverkusen gegen Hoffenheim. Und hört mir zu, Leverkusen hat jetzt natürlich einmal gewonnen am ersten Spieltag gegen Gladbach, knapp, und dann jetzt verloren, aber ich glaube, Leverkusen, das ist ein Pflichtsieg für Leverkusen, sie müssen das machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ lange in diesem Spiel
1-1 stehen wird. Ich glaube, das könnte wirklich passieren, dass es relativ lange unentschieden steht und dann Richtung 80. Minute oder so gibt es das 2-1 und dann kurz vor Schluss, einfach weil Leverkusen es kann, weil Hoffenheim dann nochmal mehr versucht, weil sie Leverkusen jetzt gezeigt hat, das ist nicht mehr, die sind nicht mehr unbesiegbar, das kann man machen. Wird es dann noch zu einem sehr relativ späten, vielleicht Nachspielzeit, 89. Minute sowas, wie wir Leverkusen halt eben kennen, wird es dann zu einem späten 3-1 kommen. Was dann, glaube ich, das Spiel nicht so ganz wieder, obwohl doch, es wird das Spiel widerspiegeln. Ich glaube, Schlussmann und Baumann bald Hoffenheim wird viel halten, aber dann im Endeffekt dreimal hinter sich greifen müssen, zweimal relativ spät. Damit gewinnt Bayer Leverkusen das Spiel 3-1. Wir machen weiter, Freiburg gegen Bochum. Die Freiburger am ersten Spieltag gewonnen, letzten Spieltag dann ja gegen den FC Bayern München verloren, 2-0 in der Allianz Arena. Haben da teilweise aber richtig, richtig gut gespielt und konnten da teilweise echt sich richtig zeigen, sich richtig präsentieren. Dementsprechend gab es da gute Leistungen. Die Bochumer, ja, die stehen hier ganz unten. Torverhältnis von 0-3 gegen Gladbach verloren. Am ersten Spieltag gegen RB Leipzig verloren. Auch wenn das ein schwieriges, knappes Spiel war, gerade für die Leipziger. Die haben sich da nicht so richtig krass zeigen können. Hier, das wird, ich glaube, das wird entweder sogar, wird sogar ein 2-0 oder ein 2-1. Das wäre mein Tipp für diese Partie. Ich glaube nicht, dass Bochum ein Tor schießt. Ich glaube, Bochum wird hier auch den dritten Spieltag in Folge ohne Tor aus dieser, aus diesem Bundesliga bisher erstmal gehen. So, dann hat sich hier schon einiges getan in der Tabelle. Wir sehen natürlich, hier oben ist irrelevant, weil ich Bayern noch nicht getippt habe. Die sind doch hier noch zwei Spielen, aber ein paar Sachen hoch. Gladbach zum Beispiel runtergegangen. Auch die haben noch nicht gespielt gleich. Ja, Union runter, Dortmund runter, Freiburg würde nach oben gehen. Dann haben wir damit aber auch das Spiel direkt hier nebeneinander. Und da möchte ich mir einmal kurz die Tabelle angucken. Ist es sonst auch so? Ne, Wolfsburg eher gut auf der 6, Eintracht auf der 9. Das ist nämlich echt eines der guten Spiele. Bisschen schade, dass das an so einem, das hätte ein gutes Sonntag. So Sonntag 17:30, bisschen schade, dass das Spiel jetzt hier samstags 15:30 untergeht. Frankfurt gegen Wolfsburg. Das kann definitiv auch, würde ich behaupten, Chat, Freunde, Zuschauer, eine spannende Partie hier werden, in der sich, glaube ich, im Endeffekt die Frankfurter durchsetzen mit 3-1 oder mit 2-1. Auch das schwierig. Frankfurt hat einen guten Kader, haben jetzt gegen Dortmund verloren, davor allerdings, danach dann 3-1 auch gegen Hoffenheim gewonnen. War das nicht sogar mit einem lockeren Doppelpack von Etikite? Ne, ein Tor Etikite. Aber Mamouche ist heiß, Etikite, so rum ist heiß. Ich glaube, die machen hier nicht nur das 2-1, sondern legen noch einen drauf. Und es gibt das dritte 3-1. Auch wenn der VfL Wolfsburg gegen Bayern durchaus sich stark gezeigt hat, dann gegen Kiel gewonnen. Kiel natürlich auch dann mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Ne? Ich glaube trotzdem, hier gibt es das 3-1. Es könnte allerdings auch ein 2-1 werden. Dann haben wir Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Und die Stuttgarter, die sind mal so überhaupt nicht gut bisher in die Saison reingestartet. Stehen hier nach zwei Spielen mit einer Niederlage und, Niederlage und ein Unentschieden da. Was nicht gut aussieht, dafür immerhin im DFB-Pokal gewonnen, jetzt hier nochmal einen Test gehabt. Aber gerade dieses 3-3 gegen Mainz, das hat gezeigt, da hat es gefehlt. Die führen recht früh 2-0. Dann lassen die Mainzer wieder zurückkommen. Rieder kurz vor Schluss mit der Euphorie und schießt da dieses, ich glaube, das war das geile Freistoßtor in der 88. Spielminute hier. Mit dem Freistoß, der an den Pfosten ging und dann an den Rücken vom Keeper. Und dann hatten die, glaube ich, sogar nochmal eine gute Möglichkeit. Ja, hier, 90+1, nochmal Rieder. Und dann kassieren sie im Endeffekt trotzdem noch den Ausgleich 90+4 von den Mainzern. Und waren sogar dann nochmal Vorschuss da. Also das haben die Stuttgarter nicht so eiskalt gespielt, wie wir es jetzt gewohnt sind. Aber auch die Stuttgarter werden mit ein bisschen positivem Rückenwind kommen. Gerade Dennis Undaf jetzt gegen die Niederlande ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Führig Einsatzzeiten bekommen, Stiller DFB-Debüt gegeben. Also ich glaube, da gibt's Power hier. Falls Mittelstädt nicht ganz fit ist, dann kann er auf jeden Fall auch Franz Kretzig potenziell beginnen. Der hat für die U21 spielen dürfen. Stuttgart gegen Gladbach ist ein schwieriges Spiel, aber ich glaube im Endeffekt trennen sich die beiden Teams mit einem lockeren 2-2. Borussia Mönchengladbach, auch die können wir mal kurz hier öffnen, haben gegen Bochum gewonnen in der Liga, dann diese unglückliche Niederlage gegen Bayer Leverkusen, auch wenn die sich da stark gezeigt haben. Ich glaube, dass wir hier auch wieder sehr, sehr spannendes Spiel haben werden, was wirklich Spaß machen kann mit Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart, wo wir viele Tore sehen werden, 4 Tore. Das wird natürlich spaßig. An sich sehe ich hier schon wieder, es fallen so viele Tore. Ich glaube nie im Leben, dass meine Tipps hier ansatzweise richtig sind und hier so viele Tore fallen. Dann das nächste Spiel. Ihr wisst es, normalerweise gibt es meinen Tipp immer erst im Stream. Vielleicht ändere ich meinen Tipp bis zum Stream auch nochmal.
Das kann sein, da möchte ich keine Versprechen geben, diese Angabe ohne Gewähr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle im Stream dabei seid, weil da bekommt ihr dann meinen endgültigen Tipp, der auf jeden Fall zählen wird. Den gibt es erst im Stream Samstag ab 17:30 Uhr. Ne? Leute, checkt ein, ist in der Beschreibung verlinkt, ist am Ende verlinkt. Ich mach's kurz und schmerzlos, wir schießen Kiel ab. Wir schießen Holstein Kiel ab, ohne groß zu reden. Lockeres 4:0 für den FC Bayern. Und ich glaube, damit kann jeder leben, gerade jeder Bayern-Fan kann damit leben. Wir werden Harry Kane sehen, Harry Kane 2 Tore, dann macht Michael Olise sein erstes Tor und zum guten Schluss gibt es noch eins von Jamal Musiala vielleicht oder einem Leroy Sané, der vielleicht sein Comeback feiert. Den habe ich ja die Tage beim Training gesehen. Bayern wird Kiel kurz und schmerzlos besiegen, da muss ich nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf den Stream, ich habe Bock. Die Bayern-Jungs, fast alle haben sich irgendwie jetzt positiv wieder zeigen können beim DFB. Jamal Musiala natürlich das erste, das Spiel gegen Ungarn, ne? 3 Tore geschossen, 3 Tore vorbereitet und 1 selber geschossen. Kimmich 2x 90 Minuten stark gespielt. Pavlovic wieder gut gespielt, sein erstes Tor für den DFB geschossen. Harry Kane, 100. Spiel für England gehabt, 2 Hütten gemacht. Olise, Debüt für Frankreich gegeben. Upamecano hat gezeigt wieder, dass er bei der französischen Nationalmannschaft gebraucht wird, denn das eine Spiel ohne ihn sah wesentlich schlechter aus. Ich vergesse sicherlich noch einige Spieler. Leimer hat, glaube ich, für Österreich stark gespielt, habe ich mitbekommen. Und jetzt vergesse ich wahrscheinlich immer noch haufenweise Spieler. Aber es sah gut aus, der FC Bayern München wird hier auf jeden Fall gegen die Kieler gewinnen. Dann haben wir Augsburg gegen St. Pauli. Kellerduell, auch wenn die, St. Pauli, ne, auch noch ohne Sieg, haben sich schwer getan am ersten Spieltag gegen die Heidenheimer und dann jetzt danach gegen St. Pauli Union Berlin, entschuldigt, verloren. Wir haben hier im Endeffekt, glaube ich, so ein Duell, was ungefähr so enden wird. Ich glaube, das könnte so ein knappes 1:0 werden für die Augsburger gegen St. Pauli. Es könnte auch sein, dass das Spiel hier entweder so endet mit einem 0-0 oder einem 1-1. Ich gehe, glaube ich, mit dem 1:0 für die Augsburger. Bisher auch nur ein Unentschieden. Da wisst ihr schon wieder, das kracht eigentlich, das wird so nicht passieren. Aber ich glaube, das ist typisch, dass man mehr auf Siege tippt. Und dann haben wir noch ein Spiel, auch hier stehen sie jetzt nebeneinander. Ansonsten haben wir 12 und 13, die Bremer und die Mainzer 2:2, 4:4 Tore, Gegentore 2:2. Die Bremer jetzt ja zuletzt echt stark gegen Dortmund das Unentschieden rausgeholt, auch wenn da mehr drin war, zuletzt in Überzahl. Und am ersten Spieltag 2:2 gegen Augsburg gespielt. Die Mainzer hatten jetzt ja den Sieg, das Unentschieden gegen den VfL Stuttgart, was allerdings sehr, sehr stark war. Ich glaube, wir sehen hier knappen Sieg Werder Bremen. Ich muss sagen, ich finde Bremen irgendwie ein spannendes Team mit Spielern wie Keke Top, Felix Agu, wisst ihr, ich habe für den immer einen Platz frei. Wo haben wir denn jetzt die Bremer? Dann sogar auf Platz 7 damit vorgerückt. Also irgendwie, ne, die Bremer, die haben so ein bisschen was ich auf jeden Fall spannend finde, wenn wir hier gerade den Kader angucken. Ein paar coole Spieler. Felix Agu habe ich jetzt ja gerade hier gesagt. Dann Amos Pieper, ich glaube immer noch an seinen Durchbruch, seitdem ich ihn damals bei der U21M gesehen habe im Finale. Naja, bisher ohne Einsatz, aber das ist an sich ein cooler Kerl. Mitchell Weiser, irgendwie, ich weiß nicht, wie auch mit Bayern vergangen, irgendwie auch Mitchell Weiser ein cooler Kerl. Also da gibt es den einen oder anderen wirklich spannenden Mann. Doch bei Werder Bremen gerade natürlich hier Keke Top, Justin Ginmane, das sind 2 sehr, sehr junge, aber sehr spannende Spieler. In der Offensive beide schon gespielt, Keke Top noch mit einer keinen guten Bewertung. Dafür allerdings schon 1 Tor von Justin Ginmane. Ich bin sehr gespannt. Ich sage, das wird hier in den 2:1. Dementsprechend ein paar Änderungen in der Tabelle. Bayern rückt auf die 1 vor, dank des Torverhältnisses in diesem Fall, weil man dann mehr Tore geschossen hat als die Heidenheimer. Leverkusen rückt nach oben vor Frankfurt und Freiburg nach oben, Bremen nach oben, Gladbach, Dortmund und Union zieht es ein Stück nach unten, Augsburg geht einen hoch, dafür sinken Wolfsburg, Hoffenheim, Mainz 05 und der VfB Stuttgart nach unten, Bochum bleibt unverändert, dafür steigt Holstein Kiel weiter nach unten, weil die sich viele Dinger fahren und St. Pauli weiter nach oben. Schreibt mir gerne jetzt mal, wie gesagt, eure Kommentare in die Kommentare, was ihr tippt für diese Partie, würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn ihr hier am Start seid im Stream, ihr seht das jetzt hier gleich schon irgendwo in der Endcard eingeblendet, geht da schon mal drauf, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da und checkt jetzt natürlich noch sehr, sehr gerne ein anderes Video ab, was ihr eingeblendet seht, würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, haut rein, ciao, ciao.